Das ist das eigentlich sogenannte Dragoner-Areal. Und so hieß, glaube ich, der Wettbewerb auch am Anfang. Und jetzt heißt er ja Dragoner-Areal und angrenzende Bereiche. Deswegen hat sich dieses Gebiet erweitert. Das passiert natürlich auch in solchen Prozessen. Ne? Auch eben noch mehr. Das war das Dragoner-Areal und jetzt ist dieses Rathaus noch mit dazu und das Finanzamt noch mit dazu gekommen. Und weißt du, warum das passiert ist? Und die Obentrautstraße. Weil sozusagen, also zum einen ging es darum, Folgeunterkünfte für Geflüchtete zu finden. Und weil da sozusagen eigentlich eine Baulücke ist, wo jetzt derzeit aber auch Leute Garage nutzen, wurde das Gelände mit dazu genommen. Okay. Und dann hat, weil das Rathaus ja auch in den ganzen Prozess mit einbezogen ist, hat das Rathaus gesagt, okay, wir liegen ja auch nebendran, wir haben irgendwann auch noch einen höheren Raumbedarf. Das muss mitgeplant werden. Und dasselbe beim Finanzamt. Weil das Finanzamt sollte eigentlich da bleiben. Und das hat aber auch kurz davor, eine Woche vorher oder so, angemeldet, dass sie noch 7000 Quadratmeter mehr brauchen. Und das wäre ja ideal. Wie arbeiten wir in den Verhältnissen, wie sie nun einmal sind? Im Film folgen wir einem Team von Architekten bei ihrer Arbeit in einem städtebaulichen Werkstattverfahren. Die Architekten arbeiten erst seit kurzer Zeit als Büro zusammen. Nur drei der fünf Personen, René, Lisa und Marius, arbeiten an dem Wettbewerb zusammen mit mehreren Architektur-, Stadt- und Landschaftsplanungsbüros als eines von drei eingeladenen Teams. Marike und ich fahren mit nach Berlin, da wir alle über die Verfahrensweise zur Bearbeitung der Aufgabe reflektieren wollen. Also wie diese Akteure da halt alle zusammenkommen und die kümmern sich da jetzt halt drum und versammeln das. Und ist eigentlich aber auch so total gut aufgebaut. Von den Teilen her mit halt so Fließtext, manchmal so ein bisschen Staubsaugerableitung, Anleitung, damit man es auch klar hat. Es gibt so Glossarteile, so die übliche Symmetrieansicht von der Nachbarschaft. Und dann, was ich so ganz gut fand, dass sie hier so Performance und Beteiligung einmal reingeschrieben haben und alle Projekte da halt irgendwie drin sind. Man so dieses Akteurnetzwerk sich irgendwie erschließen kann. Aber das ist halt das, was so ein bisschen schade ist, über diese Kooperationsvereinbarung, die geschlossen wurde, wo sich eigentlich alle auf so ein... Ja, auf diese Broschüre sozusagen geeinigt haben, aber irgendwie hat man das Gefühl, vieles ging da dann doch verloren, sodass jeder nochmal seine eigene Studie mit als Anlage dazu packen musste. Zahlreiche Broschüren bestehend aus Texten, Fotografien, Plänen, Karten, Zeichnungen und Diagrammen bringen die Architekten dazu, sich mit Beginn der Bearbeitung ein Bild der Verhältnisse vor Ort zu machen. Daran werden sie über den gesamten Wettbewerb hinweg arbeiten. Die Ausschreibungsunterlagen des städtebaulichen Werkstattverfahrens sind nicht frei von Kontingenz. Die Stakeholder aktualisieren die Unterlagen und damit die Bedingungen der Bearbeitung der Aufgabe im laufenden Verfahren. Also eigentlich hat man nirgends jemanden angetroffen, nur hier war jemand und hat an seinem Motorrad geschraubt. Und dann haben wir uns mit dem erstmal darüber unterhalten, dass es dieses Planungsverfahren gibt und so. Und der hat dann erzählt, er hat es eigentlich so daran gemerkt, dass nicht mehr die Beamer nicht mehr vermietet, sondern die BIM jetzt Vermieterin ist der Garage. Und weil auch Bezahlbarkeit voll das wichtige Thema ist, haben wir ihn gefragt, wie viel er bezahlt. Und die zahlen halt 70 Euro für die ganze Garage im Monat, was halt nichts ist. Ne? Wir haben damals die Leute bei der Dragonale gefragt, was würdet ihr von vor der Planung verstecken wollen? Alle haben halt gesagt, sie würden am allerliebsten diesen Hofplatz hier verstecken. Ja, und wir haben halt da ein bisschen versucht, darauf zu reagieren, indem wir sagen, okay, wir nehmen das als erste Setzung. Ich finde, wenn du so einen Platz hast, der total frei ist, wo du komplett dich aufbauen kannst, abbauen kannst und es komplett frei entscheiden kannst, was du wo machst. Hier wohnen wir der Diskussion unterschiedlicher Raumkonzepte bei. Die Architekten begehen eine Situation vor Ort und sprechen über Möglichkeiten, diese neu zu gestalten. René hebt in ihrem Argument den Freiraum hervor und sagt, dass so wie der Platz jetzt ist, sie sich Performanzen vorstellen kann, die sich immer wieder neu auf- und abbauen. Dabei fällt mir ein Artikel in der Architektur aktuell ein, über das Palais de Tokio-Projekt von Anne Lacaton und Jean-Philippe Basal. In Paris ging es um den Umbau eines als Museum errichteten Komplexes für eine Galerie. Lacaton und Basal beziehen sich in dem Konzept ausgesprochen auf den Hauptplatz von Marrakesch. Ein öffentlicher Raum, wo der Blick auf das Treiben gerichtet ist und nicht auf die umliegenden Fassaden. In Vorträgen stellen Anne Lacaton und Jean-Philippe Basal das Projekt oft in Relation zu einer Platzgestaltung in Bordeaux vor. In beiden Projekten besteht der Entwurf eigentlich aus unsichtbaren oder wenig sichtbaren Interventionen zur Herstellung einer Minimalstruktur für die Ermöglichung des Gebrauchs. We have worked, listened precisely about the situation and finally after 3 or 4 months of discussions we came to the presentation of our project
That was to say, our project is to do nothing. Über die Beschreibung von Qualitäten oder Charaktereigenschaften des Platzes vergegenwärtigen sich die Architekten andere Orte und auch Verfahrensweisen, beziehen einzelne Aspekte und Relationen der Orte aufeinander und bringen das Wissen darüber in die Diskussion um Raumkonzepte im Entwurf ein. Was wollt ihr verändern oder wollt ihr halt eben nichts verändern? Was? Naja, die Werkstatt ist halt wirklich fast fertig eingerichtet. Die haben wir damals. Der Ablauf stimmt ja einfach. Was das Problem ist, ist der Eingang. Wir haben hier den Schrägaufzug, wie gesagt. Ihr hattet doch aber mal mehr Fläche, oder? Ja, waren mal doppelt so lang, ja. Und da war das besser mit? Da war ein anderer Eingang, der war auf der anderen Seite, der war besser. Okay. Und jetzt ist es mit dem Eingang halt problematisch. Und wie er gerade sagt, einfach irgendwie einen anderen Eingang mit einer Treppe oder der breiter ist oder. Und wie lange seid ihr schon hier? Seit 74, also 45 Jahre ungefähr. Wir folgen den Architekten in die Innenräume eines Gewerbes auf dem Areal. Lisa gelingt es auf einer umgangssprachlichen Ebene und mit präzisen Fragen, Aspekte und Relationen der Räumlichkeiten zunächst freizustellen. Was ist das Programm des Gewerbes? Wer arbeitet hier woran und wie? Was sind die betriebswirtschaftlichen Herausforderungen eines mit dem Abbruch der Räumlichkeiten bevorstehenden Umzugs? Wie könnte man damit im Verfahren und im späteren Betrieb umgehen? Welche Rolle spielt das Licht? Ähnlich der Situation am Zaun vermittelt die Führung durch die Gewerberäumlichkeiten sowohl sinnlich wahrnehmbare Qualitäten im Hier und Jetzt, als auch eine Problematisierung des städtebaulichen Werkstattverfahrens und seiner noch ungewissen Folgen. Lisas Fragen zielt darauf ab, das Nicht-Wahrnehmbare ins Bild zu rücken, wie die Akteure tatsächlich operieren. Die eigenen Mikropolitiken der Grenzen des Gebrauchs der Räumlichkeiten gegen die Makropolitiken der Funktionen im Städtebau. Ihre Position ist vielleicht mit der vergleichbar, die Gilles Deleuze Jean-Luc Godard in der Produktion von 6x2 zuschreibt. In der Fernsehserie problematisiert Godard Arbeitskraft und Information. Er geht dabei der Frage nach, wie man nun dahin kommen kann, zu sprechen, ohne Befehle zu geben, ohne jemanden oder etwas vertreten zu wollen. Godard könne, so Deleuze, in so einer Produktion jeden wie einen Gleichgestellten behandeln, offizielle Mächte oder Organisationen, genauso wie eine Putzfrau, einen Arbeiter oder einen Verrückten. Du vois, comme les toujours des GRS, trucs comme ça. Alors, tu reconstitues dans ta tête ce qui s'est passé. Si tu veux écrire du dialogue, je sais pas, moi, tu prends n'importe quoi, un type qui rentre chez l'épicier, bonjour monsieur l'épicier, bonjour client. Alors épicier, vous avez reçu des pommes de terre. Mais qui pousse non. derrière pour faire bien? Parce qu'on dit tout seul, seul, c'est le contraire de tout. Et puis tout, ça, c'est pas du neuf, tout seul justement. Bah oui, ça vient tout seul, ça vient en dehors de toi. Je sais pas comment dire, ça vient de. Oui, mais alors ce ça qui vient tout seul. Bah ça, c'est ce qui est écrit. C'est pas ce qui est pensé, c'est le produit, c'est le produit. Ce produit, c'est le produit de ça qui arrive. Als wir im Zug hierher gefahren sind aus Hamburg, haben wir eigentlich schon über diese ganzen Anlagen und über diese Auslobung, die dem städtebaulichen Werkstattverfahren zugrunde liegt, gesprochen und haben eigentlich festgestellt oder behauptet erstmal, dass diese Kooperationsvereinbarung eines dieser Schlüsseldokumente dargestellt hat oder aus der es dann quasi wirklich zu diesem Modellprojekt kam und mit dem es dann losging. Und haben eigentlich diese ganzen Anlagen eher so verstanden als wie so Art Takes, die immer wieder dieses Dragoner-Areal umspielen, aber immer wieder aus so einer bestimmten Perspektive auf dieses Dragoner-Areal gucken. Wo dann man aber auch diese Vielzahl der Akteure sieht und die Frage eigentlich, wie schafft man es aus diesen ganzen Anlagen oder wie schafft man es diese ganzen Anlagen in diesem Modellprojekt, in so ein gemeinsames Dokument als Ausschreibungsunterlage sozusagen zu verpacken. Die Ausschreibungsunterlage wäre niemals mit so vielen Akteuren entstanden, wenn es nicht davor diesen gesamten Prozess der Kooperationsvereinbarung gegeben hätte. Also ist die Kooperationsvereinbarung, in der die ganzen Leitlinien, auf die sich alle Kooperationspartnerinnen irgendwie einigen konnten und einigen wollten, total die wichtige Grundlage überhaupt. Und was in der Kooperationsvereinbarung auch noch drin steht, sind so Projektvereinbarungen, die eben über weitere zu klärende, aber auch gewollte inhaltliche Schwerpunkte informieren. Und aus diesen Schwerpunkten und aus diesen Leitsätzen ist dann eigentlich eben die Ausschreibung entstanden, die sich eben verschneidet mit einem einfach
offiziell relevanten Verfahrensschritt des Bebauungsplans, den man eben erstellen muss, wenn man weitere Planungsschritte machen möchte. Das heißt, in dieser Ausschreibung ist dann auf das schon erprobte Verfahren in der Kooperationsvereinbarungsaushandlung zurückgegriffen worden. Man hatte also schon einen Verhandlungsmodus, in dem diese Kooperationspartnerinnen zusammengekommen sind, und man hatte einen Abstimmungsmodus, auf den man dann wieder zurückgegriffen hat. Rebecca erläutert anhand des Archivs Aspekte und Relationen der Vorgeschichte zum städtebaulichen Wettbewerb. Sie hat zusammen mit anderen Akteuren in einem eingeschriebenen Verein aktiv daran mitgearbeitet. Was in der Erzählung wie komplizierte Abhängigkeiten klingen mag, lässt sich mittels der Topologie des Archivs als komplexer Möglichkeitsraum darstellen. Die Wissensproduktion wird über die Darstellung vorangetrieben und baut auf die Performativität des Archivs. Es soll visuell räumliche Formen des Schlussfolgerns ermöglichen. Hybride und multiple Arbeitsformen und damit auch Darstellungsformen haben funktionalen Charakter für den Erkenntnisprozess. Mit dem Theoretiker, Musiker und Komponisten Christopher Dell können wir sagen, dass es Rebecca und Kolleginnen in der Darstellungspraxis um zweierlei geht. Erstens, um die Wichtigkeit, konzeptionelles Denken mit einer Weise des Organisierens von Wissen zusammenzubringen. Zweitens, um eine Organisation der Wissensproduktion, die dazu befähigt, Darstellungsformen oder Notationen zu entwickeln, welche Prozesse offen und gleichzeitig stabil halten können. Und jetzt sehen wir so hybride Notationen, das sind ganz aktuell, ganz aktuelle Versuche, die Stadt darzustellen. Ja, was soll denn das heißen? Das kann ja alles heißen. Ja und nein. Es ist die Fragestellung, wie man sich zu dieser Notation sozusagen verhält und was man aus ihr ableiten kann. Da gehe ich jetzt nicht weiter auf, ich spiele jetzt noch eine Runde. Wie steht es von der Zeit? Habe ich Zeit? Okay. Nee, das ist frei, wie das Modell gebaut wird. Und das ist aber auch Abgabe bis vor Weihnachten? Ja. Crazy. Das heißt, irgendwann werdet ihr jetzt in so einen Modus umschwenken, ja. Modell bauen. Wurde tatsächlich eigentlich die ganze Zeit schon mit? Das Verfahrensmanagement stellt ein Einbaumodell aus weißem Gips im Maßstab 1:500. Die Architekten müssen ihre städtebaulichen Entwürfe als Modell bauen und bei der öffentlichen Abschlusspräsentation damit vorstellen. Auch in den bereits gelaufenen Werkstätten und Kolloquien wurde ein Modell präsentiert. Lisa artikuliert die Praxis der Architekten dahingehend, die Modellierungspraxis zu hybridisieren. Das vorgegebene Modell im Maßstab 1:500 soll um Zoom-ins im Maßstab 1:50 in konkreten Fallsituationen ergänzt werden. Modellhafte Artefakte sind auf bestimmte Weise konfiguriert, um manches an und mit ihnen testen zu lassen. Die Architekten funktionieren das Einbaumodell zum operativen Modell entsprechend ihrem Motiv um. Die Arbeit am Modell ermöglicht nicht nur dreidimensional zu denken, sondern auch in jeder Phase des Entwurfsprozesses über räumliche und organisatorische Aspekte und Relationen Wissen in Erfahrung zu bringen. Das sind auch wieder unterschiedliche Wissensgenerierungsprozesse. Das ist alles Teil der Ausschreibungsanhänge gewesen. Und dieses Luftbild ist für eine andere öffentliche Werkstatt gemacht worden und lag im Rathaus aus. Und was jetzt so auch aus der Praxis dieser öffentlichen Anlaufstellen irgendwie rauskommt, ist, dass dieser Teppich super relevant ist und irgendwie total gut gelesen werden kann. Das Orthofoto des Dragoner-Areals hat sich während der öffentlichen Werkstätten als bedeutend operativer etabliert als Pläne oder Karten des Areals. Es handelt sich dabei um eine Visualisierungsstrategie, die nicht nur wirkliche Räume zweidimensional und übersichtlich zu vergegenwärtigen erlaubt, sondern vielmehr das Räumliche zu einem Darstellungsprinzip fortbildet, mit dem auch nicht-räumliche Sachverhalte anschaulich gemacht werden. Das Orthofoto als Teppich liefert die Grundlage für die performativ-diskursive Aushandlung real vorgestellter Aspekte und Relationen des Ortes. Wir hatten das Auftaktwochenende zum Wettbewerb hier in Berlin in dieser Halle und haben als allererstes, hatten wir sozusagen erstmal das Gelände kennenlernen, haben Rundgang gemacht mit einer Führung und haben sämtliche, ja, die Akteure, die schon vor Ort sind, haben an ihren Orten das vorgestellt und haben dann haben wir hier schon mal so Zitate festgehalten, wie kein Geld braucht auch Platz oder so, ne? Oder es geht um unsere Existenz, also was sozusagen die Akteure auf dem Gelände schon bewegt. An dieser Wand hängen zwei Kataloge. Damit ist der serielle Aufbau des Informationsdesigns gemeint. Auf den Blättern sehen wir eine Komposition orthografischer Medien, Handzeichnungen und die Situationen beschreibender Texte und nicht orthografischer Medien. Historische und gegenwärtige Bilder. Die Wand ist ein Raum oder eine Oberfläche der Gleichheit, an der beispielsweise der Lebensbericht eines Gewerbetreibenden
mit der wissenschaftlichen Erzählung des Städtebaus in Dialog gebracht werden kann und so die Aufteilung von Kompetenzen in der Gestaltung möglicher Zukünfte im Entwurf problematisiert werden. Diese Situationen arbeiten eigentlich immer gleich, immer mit einem Foto, immer mit einer Verortung, immer mit Skizzen, immer mit einer dichten Beschreibung, teilweise mit Referenzen. Und das ist eigentlich so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dieses Gebiet, dieses Dragonerareal ist schon, oder die Besonderheit an diesem städtebaulichen Werkstattverfahren ist eigentlich, dass es ein Gebiet entwirft, was schon in Funktion ist, ein Gebiet entwirft, was schon in Gebrauch ist. Und man kann keinen städtebaulichen Entwurf machen, wenn man sich nicht diesen Gebrauch vergegenwärtigt und nicht diese städtebaulichen Strukturen, die hier schon herrschen, aufschließt und mit in den Entwurf überführt sozusagen. Und das wäre eigentlich Anschluss für diesen zweiten Katalog, also einmal dem Vergegenwärtigen der städtebaulichen Situation jetzt und erster Transpositionsversuch in eine entwerferische Phase. Nämlich einmal haben wir relativ schnell im Verfahren gesagt, dass wir dieses Riesenareal, was es hier gibt, von mittlerweile über 6 Hektar, am Anfang war das sogenannte Dragonareal, ist das, rund 4,8 Hektar plus jetzt noch Finanzamt und Rathausgelände sind wir bei irgendwas über 6 Hektar, aufteilen müssen in kleinere Einheiten, nämlich in Einheiten, die sozusagen Projekte, Projekteinheitsgröße sind. Auf die wir dann einmal leichter denken können, aber auf die sich auch leichter, mit denen sie auch leichter weiterplanen lässt sozusagen und die so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit auch aufweisen. So haben wir jedes Feld eigentlich, jedes dieser, ich glaube, ich sage es lieber nicht, 11 Felder wahrscheinlich, aufgeteilt oder zerlegt in so eine Steckbriefe. Das ist hier jetzt einmal exemplarisch hingehängt. Hier in diesem Stapel sieht man, dass das sind wahnsinnig viele Zettel. Angelegt als einmal bearbeitbares PDF. Kann man aber auch, der ist jetzt von Hand ausgefüllt. So dass wir wirklich über diese Steckbriefe eigentlich dieses Baufeld, was eh schon viel kleiner ist als der gesamte Plan, wahnsinnig klein schneiden in seine einzelnen Bestandteile und so aber auch innerhalb des Planungsteams, innerhalb dieser 4, die dieses Projekt bearbeiten und diesen Entwurf bearbeiten, eigentlich aus jeder Perspektive, jede Blickrichtung da in dieses Gebiet reinschrauben können sozusagen. Fängt an mit dem Namen, fängt vorhandene Erschließung, vorhandene Dichte, angrenzende Felder, Geschossigkeit, Fläche und so weiter, über vorhandene Nutzung, über Entwurf, über stadträumliche Einordnung, über Akteure sogar wie BIM, WBM, Zusammenstelle und so weiter. Was man hier noch sagen kann, was sich jetzt aus den beiden ergibt oder was so ein bisschen der nächste Schritt ist, was vielleicht wieder in den Katalog mündet, vielleicht aber auch nicht, ist aus diesen Bestandssituationen Zukunftssituationen zu schreiben, also eigentlich diesen Gebrauch in die Zukunft zu schrauben oder den Gebrauch der Zukunft zu simulieren, anhand aber auch wieder natürlich mit den anderen Teams zusammen. Am Ende des Tages bleibt die Diskussion der Herausforderung der Abgabe im städtebaulichen Werkstattverfahren. Das Arbeiten in den Verhältnissen, wie sie nun einmal sind, erfordert die gleichzeitige Bearbeitung unterschiedlicher Aspekte und Relationen in unterschiedlichen operativen Modi und mit unterschiedlichen epistemischen Reichweiten. Die Darstellungen, welche die Wissensformen der Ermöglichung von Stadt in den Verhältnissen, wie sie nun einmal sind, hervorbringen, sollen Modelle abgeben für etwas, das auch und gleichermaßen die performative Praxis der Wissensproduktion kennzeichnet. Wie man die Stadt erforscht und sichtbar macht, entscheidet mit darüber, als was sie sichtbar wird. Ästhetik ist also nicht, was am Ende einem Entwurf verliehen und hinzugefügt wird, sondern ist tatsächlicher Teil des Arbeitens am Entwurf. Am Ende des Tages steht ein Arbeitsplan. Gute Diskussionsgrundlage, also eher eine entwerferische Grundlage mit IFA und den anderen zu sprechen, also ja. um zusammen zu entwerfen über diese Situation, was sind ja auch nochmal zwei Sachen, einmal die Repräsentation, wie man das so zusammenkriegt und das andere ist aber doch auch nochmal, wie man aus diesen einzelnen Situationen, die kartiert worden sind, die übersetzt in so einen Entwurf, da steckt ja auch nochmal das Entwerfen drin, oder? Also wie hat man den aktuellen Gebrauch, auf jeden Fall, entwirft man den in den, oder entwirft man das sozusagen, übersetzt man das in den Entwurf? Und das andere wäre dann zusammen mit IV eigentlich so festzulegen, wie so Ausschnitte sind. Was will man denn zeigen, wo und wie? Und dann sind ja die Situationen, die filmischen, schon die Grundlage dafür, in so eine Diskussion mit denen zu gehen. Man kann mit IV quasi auch oder mit den anderen Büros über, auf einmal redet man
und entwickle verschiedene Szenen für diese Zukunftssituation. Yeah. Stimmt, wir haben es irgendwann Szenen genannt. Mhm. Weil es halt eigentlich Szenen sind. Mhm. Irgendwann haben wir gesagt, diese Zukunftssituation kann man nicht mehr in einer einzelnen Situation abbilden, sondern eigentlich muss man hier jetzt wirklich, ja, wie ihr so einen Drehplan geschrieben habt, verschiedene Szenen darstellen. Und die können vielleicht in verschiedenen Zeitlichkeiten stattfinden. Wie was Lisa eben gesagt hat, mit auf diesem Hofplatz, vielleicht ist die erste Phase, dass wirklich nur die Dragonale auf diesem Hofplatz stattfindet und dafür werden Bänke gebaut und deswegen bleiben nach dieser Dragonale erstmal nur diese 4 neuen Bänke und diese 2 neuen Mülleimer da stehen und die nächste Phase macht so und die nächste Phase macht so. Oder so ein Szenenplan oder so ein Drehplan könnte sein, wir gucken uns mal in einer Zukunftssituation das Wohnen an und eben ist es dann da so, dass man nicht in Zeitlichkeit denkt, sondern vielleicht in Geschossigkeit denkt und sagt, okay, wir gucken jetzt Szene 1 Erdgeschoss, Szene 2 Dachgeschoss, Szene 3 was passiert dazwischen? Wohnen oder so ähnlich.